Hallo! Herzlich willkommen zurück hier zu Super Mario Odyssey. Wir sind wieder da in dieser schönen, lustigen Welt und ich habe hier gerade was zufällig gesehen, nämlich da oben diese ganzen Pinguine. Die sind mir das letzte Mal nicht aufgefallen. Und es schneit hier nicht mehr so derbe. Der Schneesturm hat sich ein bisschen gelegt und jetzt ist sogar richtig schönes Wetter hier in dieser Polarwelt. Kleiner Nachtrag nochmal zu Folge 40. Ich wurde nämlich darüber informiert, dass Folge 40 nicht angezeigt wurde. Beziehungsweise erst hieß es, Folge 40 wäre gar nicht online gekommen. Ist sie aber. Och, Cappy, jetzt lass uns doch mal hier ein bisschen verweilen. Du bist schon wieder so hektisch. Ja, und tatsächlich, Folge 40 ist also online. Also, ich sehe sie. Aber sie wird irgendwie nicht öffentlich. Was bist denn du? No. So, kurze Unterbrechung, weiter geht's. Sie wird aber irgendwie nicht öffentlich angezeigt. Das ist in der Tat sehr interessant. Ich weiß nicht genau, warum es so ist. Es ist halt so. So, und was jetzt hier mit dem Hasen? Ist das ein echter Hase oder? Wow! Okay, das möchte ich nochmal von nahem sehen. Mann, wie habe ich das hinbekommen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall wurde Folge 40 nicht angezeigt. Ich weiß nicht genau warum. Wenn ihr sie sehen wollt, geht in die Odyssey-Playlist am besten. Yes! Hey, den haben wir doch bekommen. Okay, hoppeli-hopp im Schnee. Geht am besten in die Mario Odyssey-Playlist. Dort findet ihr sie. Ich habe sie jetzt auch mal zumindest für ein paar Tage als Banner für wiederkehrende Abonnenten. Nicht als Banner, sondern halt als Hauptvideo sozusagen markiert, damit die auch jeder sieht, der sie jetzt bisher noch nicht sehen konnte. Keine Ahnung, warum die so mega versteckt war. An mir lag's nicht, ne? Also ich hätte euch die schon gerne gezeigt. Aber irgendwie das Spiel so, nö. Und ich so, ja, blöde Sache, ne? So, was ist denn das jetzt hier eigentlich? Hier ist eine Katzenpeach. Hier ist so ein komisches Holzteil. Läuft hier eigentlich Musik? Boah, wir sollten hier schnellstens raus. Boah, ist doch knapp. Läuft hier eigentlich Musik? Ich höre gerade gar nichts. Nur so minimalistisch, ne? Okay. Hab den Fernseher jetzt mal ein bisschen lauter gemacht, damit ich auch was mitkrieg. Wir steuern als erstes mal unseren Freund Lakito. Und angeln mal eine Runde. Das hat ja das letzte Mal schon so viel Spaß gemacht. Wisst ihr noch? Ja. So viel Spaß. So, beiß doch mal an. Oh. Ja, das war jetzt ein bisschen peinlich. Nein, das war zu früh. So, wo ist denn der Große? Da vorne. Ja, der ist auch gleich wieder interessiert. Stups. Und stups. Und da hammern. Und neigen. Und kriegen wir den. Ja. Sehr schön. Diesmal ging es leichter. Vielleicht war es dann doch meine Dummheit beim letzten Mal. Ich weiß es nicht genau. Kann sein, muss nicht sein. Wir haben auf jeden Fall einen Mond bekommen. Und das ist doch schon mal sehr schön. So, hier können wir wahrscheinlich nicht raus. Schade. Es wäre natürlich sehr hilfreich gewesen, hier mit Lakito durch die Gegend zu laufen. Aber nö. Geht nicht.
Die Welt sieht ja schon irgendwie schön aus, ne? Muss ich ja einfach mal so sagen. Also hübsch ist es hier definitiv. Ich würde sagen, wir sammeln jetzt erstmal diese Monde hier, wenn die hier überall sind. Hui. Ach, hier ist wieder sowas. Ja gut, das ist jetzt auch nichts mehr Neues. Hallo Tiptoad, hallo Amiibo-Toad. Euch kennen wir ja bereits. So, und was bringst du mir jetzt? Genau. Da muss wahrscheinlich wieder ein Samen rein, vermute ich jetzt mal. Kann ich damit vielleicht da vorne diese Plattform wegblasen? Geht das? Es könnte sein. Ja, das ist echt so gedacht. Ja, krass. Ich dachte es mir schon, weil das so auf einem Eis unterstand. Ja, ist vielleicht falsch gesagt. Aber weil es halt so auf dem Eis ist und dadurch gut rutscht natürlich. Und hier haben wir wieder einen Eingang in eine fremde Welt. Und da gucken wir natürlich sofort rein. Ups. Das ist Forstland, oder? Das ist Forstland. Oder nicht? Na klar. What the hell? Ich lasse diese Animation mal laufen. Ich finde die ganz lustig. Tatsächlich. Wir sind wieder im Forstland. Irgendwo im Nirgendwo. Und sammeln einen Mond. Geheimfahrt zum Robohain. Fahne nehmen wir mit. Und dann mache ich einfach mal das hier. Hui. Okay. Ist hier noch einer? Nee, oder? Tatsächlich, ey. Ich halte es im Kopf nicht aus. Noch ein Mond. Die Nuss auf dem hohen Zaun. Ah, ich erinnere mich auch, wo wir hier sind, ne? Da wollte ich die ganze Zeit schon hoch. Wusste aber im besten Willen nicht wie. Ja, jetzt weiß ich's. Es ist nur die Frage, wie komme ich wieder zurück? Ich weiß wie. Und zwar so. Haha. Morki, Mario Kart spielen, stolz. Morki, stolz. Morki. 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 Morki, stolz. Okay, viel Spaß, Morki. Falls du das hier sehen solltest. Ich glaube ja nicht so dran. Okay, haben wir nochmal 2 Monde im Forstland mitgenommen, weil ich nicht gedacht hätte. Leider ist jetzt hier diese Plattform... Oh, da ist ein... Da ist ja so ein Ding. Okay, kein Problem, kriegen wir hin. Nein. Yeah, okay, es war gar nicht mal so schwer. Das Problem ist nur, wie überlebe ich das jetzt? So am besten, ne? Würde ich mal sagen. Da ist sogar noch eine Vogelscheuche. Das klappt leider nicht. Aber ich kann hier so ein bisschen rumtauchen. Noch eine Vogelscheuche. Was zur Hölle geht denn hier ab? So, ich wollte noch hinter dem Holzteil gucken, was da sich so verbirgt. Da. Ich finde es cool, wie die Kamera direkt folgt. Und auch unter Wasser ist. Zählen jetzt die Monde, die wir gesammelt haben, noch? Wahrscheinlich ja, ne? Weil in diesem Spiel wird ja irgendwie alles gespeichert, ja. Die zählen tatsächlich. Oh nö. Okay. Dann müssen wir den Fisch doch nochmal kurz verlassen. What the fuck? Nein! Okay, das war nicht perfekt. Alles nicht perfekt, aber es hat gereicht für den Mond. Das ist ja die Hauptsache, ne? Würde ich mal sagen. Dann holen wir den uns. Notenjagd im Schneegestöber. Sehr, sehr schön. Und da vorne haben wir auch gleich den nächsten Minimond. Wenn man die Dinger denn so nennen möchte. Ich weiß es nicht, ob die so heißen. Oder ob ich sie jetzt einfach so nenne. Dabei ist das gar nicht die offizielle Bezeichnung. Aber ich denke mal, es trifft es ganz gut, ne?
weiß doch jeder, was gemeint ist, wenn ich Minimond sag. Von daher ist das cool. So, nächste. Ach du Scheiße. What the fuck? Ich hab gerade wirklich keine... Ach, ich hätte da hochklettern können. Ich bin ja doof. Ich bin ja doof, da kann man einfach hochklettern. Ja, dementsprechend ist es gar nicht so schwierig, wie ich mir das jetzt dachte. Nein. Oh doch, 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 hat noch gezählt. Polarland, Tic-Tac-Turnier 2. Sehr schön. Na, das passt doch, läuft doch. So, hier ist der nächste Wirbelsturm. Okay. Und dann suchen wir uns mal die nächste Vogelscheuche. Hier war doch noch eine. Da 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 da. Oh, ich mag die Musik vom Forstland echt sehr gerne, muss ich sagen. So. Da unten sind noch Münzen, die können wir uns dann nur wieder als Fischi holen. Das mache ich mal jetzt nicht, weil sonst sind wir, glaube ich, ziemlich schnell tot. Wer möchte das schon sein, nicht wahr? So, was ist denn hier los? Ach. Ach so. Boah, der ist ja fett. Ich weiß auch, wohin damit. Ich weiß es. Da ist auch die nächste Vogelscheuche. Also, es gibt wieder eine Menge zu tun, wie ihr merkt. Ja, hui. Oh Gott. Das ist ja jetzt schon Hotel Mario-like, ne? Ich ignoriere das Ganze erstmal. Weil ich glaube, es klappt nicht mehr in die Folge. Das wird zu viel. Okay, das ist auch interessant. Okay, wahrscheinlich jetzt eine Welt ohne Mütze, ne? Also ohne Kapern. Verstehe. Okay. Och du Scheiße. So ist das gedacht. Uiuiui, ich dachte, es wären hier Eisplattformen, die halt einfach aus Eis sind, ja? Ah, ich bin doch schlecht. Aber das finde ich eine coole Idee, dass man es hier ohne Mütze machen muss. Jetzt wollte ich nämlich schon die Münzen mit der Mütze holen, aber das klappt natürlich nicht. Oh, fuck. Boah, wie sollen wir das denn schaffen ohne Gegentreffer? Danke fürs Herz. War jetzt aber auch notwendig, ey. Ich glaube, es hackt. Ja, okay, man kriegt dann so ein Bloody Screen sozusagen. Oh, guck mal. Was für ein Wasser, ey. Brauche ich nicht. Wie soll ich denn das hier jetzt anstellen? So wahrscheinlich, ne? Da oben ist ein Wasser. Wollt ihr mich verarschen? Warte mal, da kommt... Das probiere ich jetzt aber. Das probiere ich jetzt aber, da oben reinzukommen. Und die Frage, ob die mich verarschen wollen, hat sich eh schon geklärt. Also anders ist das nicht zu erklären, zu rechtfertigen oder sonst wie. Wie soll ich denn da hochkommen? Okay, vielleicht übertreibe ich es auch. Vielleicht fällt mir da auch runter, wenn man nicht aufpasst. Das ist schon sehr, sehr süchtig. Also das würde auch hier dem Spiel gar nicht ja, ähnlich sehen. Bis jetzt ist das ja hier alles vom Schwierigkeitsgrad her noch so... Ja, ich sag mal lala. Da wäre das jetzt schon eine krasse Steigerung im Schwierigkeitsgrad, wenn jetzt auf einmal sowas käme. Aber man weiß ja nie, ne? Man weiß ja nie. So, was will ich jetzt hier unten? Oh, hier ist ein Mond. Gibt's ja nicht. Springen und schwimmen im Eiswasser. Aber es ist natürlich nicht alles, was wir erreichen können. Hier geht noch mehr. Ich werde jetzt wahrscheinlich Schaden kassieren. Ja,
Gut, passiert. War Mario gerade ein Eisklotz? Oder sah es nur so aus? Ah, und hier geht's weiter. Und hier ist auch der nächste Mond. Also, keine krassen Sprünge. Eiswasser auf der Decke. Wie auch immer das physikalisch machbar ist. Aber, naja, es ist ja ein Spiel, ne? Okay, sogar ohne Schaden. Super. Beide Monde der Welt bekommen. Und damit geht's zurück in die, ich sag mal, normale Eiswelt. Ich bezweifle jetzt allerdings, dass hier dieser Samen gespeichert ist, den wir geholt haben. Von daher schaue ich gerade nochmal, ob der jetzt noch da eingepflanzt ist oder nicht. Nee, ist er nämlich nicht, siehst du? Gut, schauen wir uns dann in der nächsten Folge an, was passiert, wenn wir diesen Samen einpflanzen. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Schöne Grüße, euer Fritte. Ciao, ciao.